Wir kommen zum Fundstück der Woche und das ist dieses Mal etwas, das passt gut zu der Taucheruhr. Das ist ein Buch von Rüdiger Nehberg, das Survival-Lexikon. Kennen Sie Rüdiger Nehberg? Das ist so ein Survival-Experte, ein richtig tougher Mann, der hier sein ganzes Wissen zusammengefasst hat. Was ich aber nicht wusste, er ist auch so ein kleiner Hobby-Komiker. Er macht auch so lustige kleine Sachen, zum Beispiel sein Spitzname steht hier hinten drauf, ist wirklich Survival. Ist doch total lustig irgendwie. Und er hat also hier zu allen Themen auch kleine Gags reingeschrieben. Also auch wenn man also durch die Wüste Gobi irgendwie kriecht ohne Wasser, dann findet er noch was Lustiges. Und er hat da so ein Symbol für, ein Smiley. Hier vorne steht man. Kleiner Gag steht da. Und oben ist so ein Totenkopf und dann wird es wieder lustig. Und man glaubt gar nicht, zu welchen Themen der überall Comedy gefunden hat. Also ich habe gesagt, das hätte ich nicht geschafft. Zum Beispiel beim Thema Herz-Lungen-Wiederbelebung. Ja? Da haben sich ja Comedians weltweit wund geschrieben an diesem Thema. Was ist Rüdigers kleiner Gag? Hier ist der Smiley und daneben steht, sollte eine Rippe brechen, stopp nicht, sondern mach unbedingt weiter. Denn ein Toter wird nie mehr lebendig. Und die Rippe wächst wieder zusammen. Ist schon richtig lustig, dieser kleine Gag hier an der Stelle. Also ich fand das so lustig. Ich habe mal gelacht. Was hat er noch? Bei Fußpilz hat er als kleinen Gag, Fußpilz ist nicht essbar. Ja, ich finde auch, das ist ein Applaus wert. Das ist einfach so lustig. Hier auch ein sehr schön, ein ganzes Smiley-Kapitel unter der Überschrift Feuer mit Watte oder Tampon. Also es ist anscheinend so, ich habe das gelesen, wenn man ungefähr 80 Tampons aneinander reibt, kann man also Feuer erzeugen. Das heißt, wenn Ihre Freundin mal irgendwie zu lange im Bad ist und plötzlich gibt es so eine Stichflamme, dann wissen Sie, wo sie es her hat. Das kommt hier aus Rüdigers Buch. Hier stehen so schöne Sachen drin. Ich habe beschlossen, dieses Buch zum Fundstück des Monats zu machen. Ich werde das in der nächsten Sendung noch weiter vorlesen. Es gibt nämlich noch kleine Gags zum Thema Aas, Amputation und Schlachten von Ratten. Das dürfen Sie nicht verpassen. Unser Fundstück der Woche.